Ui, ui, ui. Also in der letzten Folge bin ich hier stecken geblieben. Ich bin nicht mehr rausgekommen. Hab jetzt einen neuen Save, einen alten Save geladet. Ich weiß nicht warum, aber in meinem Spiel, in meinem Let's Play, seit circa 5 oder 10 Folgen, alles glitscht nur noch. Alles glitscht nur noch. Ich weiß nicht, wie das passiert hier alles. Aber ich habe keinen Lust, wegen so einem Bullshit mein Let's Play zu beenden. Oh, Pinkerton, Pinkerton, Pinkerton. Das Chaos doch, dass du mich geschickt hast. Oh nein, sein Raum war nicht im Wasser. Okay, gib mir die Geschichte, Bro. Oh. Wie zum Teufel sind Sie hier reingekommen? Ich glaube, Sie sind gar nicht schlecht, wenn Sie es lebendig bis hierher geschafft haben. So, jetzt sagen Sie mir doch mal, wieso Sie einen alten Mann belästigen, der eindeutig seine Ruhe haben will. Na, schießen Sie schon los. Was? Ich habe wirklich Besseres zu tun, als über die hinterhältige Meute da oben zu quatschen. Jetzt hauen Sie ab. Mich interessiert es einen Dreck, was ihr Wilden lest. Hauen Sie ab und lassen Sie die alten Leute in Frieden. Nein. Hier wohne ich. Hier mache ich meine Arbeit. Außerdem ist es sehr weit von Dr. Lee und diesen als Wissenschaftlern verkleideten Affen entfernt. Sie haben meine Verteidigung überwunden. Sie sind also kein Dummkopf. Da Sie mich nicht getötet haben, denke ich, dass das nicht Ihr Ziel ist. Gut, Sie können sich hier aufhalten, wenn Sie dies möchten. Aber fassen Sie bitte nichts an. Mal schauen. Ich biete beste Schwarzarbeit an. Nun, da Sie es wissen wollen, ich bin Elektriker und Computerexperte und eine Art von Chirurg. Der begabteste Wissenschaftler, den es gibt. Ich bin der Mann, der Rivet City überhaupt erst zum Laufen gebracht hat. Danach haben mich Lee und ihre Bande von Handlangern rausgeworfen. Projekt Purity. Was für Idioten. Die können doch nicht einmal Wasser reinigen. Was? Ha. Hört sich an, als ob sie schon gut herumgeschnüffelt haben. Bin überrascht, dass sich diese Nulpen überhaupt an mich erinnern. Vielleicht lachen sie noch darüber, wie sie mich damals aus dem Rad gedrängt haben. Aber sie können die Dinge richtig stellen. Nun, glauben Sie es oder machen Sie eine Fliege. Übrige Einheiten des Marineforschungsinstituts haben dieses Wrack vor 40 Jahren von Meyer-Lurks befreit. Wir waren auf der Suche nach neuen Laborräumen und dieser Bolzenhaufen verfügte zufällig über eine gut erhaltene Wissenschaftsanlage. Alles andere ist einfach um dieses Labor herum entstanden, sobald es in Betrieb war. Das Wissenschaftsteam wurde von einem H. Pinkerton geleitet. Was wollen Sie? Alles nahm dann aber vor etwa 18 Jahren ein Ende, als diese ehrgeizigen Verleumder Lee und ihr kleines Team auftauchten. Sie kam mit diesem Hirngespinst, dem Projekt Purity. Und alle meine Leute arbeiteten plötzlich mit ihr zusammen, diese Verräter. Sie nahm sich sogar meinen Sitz im Rat. Was soll's, ich war ohnehin froh, da rauszukommen. Aber die Stadt verlassen, die ich groß gemacht habe, nie. Natürlich habe ich Beweise. Ein guter Wissenschaftler behält immer den Überblick über seine Daten. Hier. Wahrscheinlich haben Sie es schon vergessen, aber ich habe die Aufzeichnung der ersten Ratssitzung noch. Nehmen Sie sie, wenn Sie Ihnen helfen. Danke. Seien Sie immer auf der Hut. Gab's bei dir keine Sidequest? Was in Rivet City gibt es noch haufenweise Sidequests. Uah. Ah, verdammt. So dunkel. Tür. Ich schnüffel mal rum, Bro. Sogar Badewannen. Und eine Werkbank. Ich darf sie nicht benutzen. Okay. Und dann viel Spaß mit deiner Arbeit.
Ich und Jericho gehen uns einen linken Repeater holen. Ah, ich habe Lust, die Unabhängigkeitserklärung zu stehlen. Och, Mach dafür doch, Nicolas Cage. was soll der Scheiß? Okay. Wer ist die Schauspielerin? Und das mit H. Fällt mir nicht ein. Sean Bean war auch dabei beim Film. Keine Ahnung, wie der Film heißt. Sie hasst mich mal nicht. Das ist ein gutes Zeichen, dass keiner sich um Crowleys Tod kümmert. Fort Konstantin müssen wir auch noch rein. Das einzige Problem ist, ich habe keinen Kuh, der mich begleitet. Nur ich und Jericho. Okay, welche Waffe nehme ich da mit rein? Chinesisches. Das habe ich noch Reparaturzeug dafür. Fort Konstantin ist, glaube ich, Deathclaw-Zone. Und das wird härter. Brauch du mal eine, Bro. So viel brauche ich gar nicht looten. Ah, dann safe. Aufbrechen. Mist natürlich, was sonst? Steckt mir die Waffe ein oder weg? Was hast du gerade geschossen, Bro? Wollen Sie mich ver- Da kommt schon die Armee von Ghoulen. Vielleicht so ein ungefährlicher Ort hier. Ich werde sie. Die so richtig schön. Oh, ich kann es kaum erwarten. Oh, da ist der Big Boss. Hätte auf den Kopf schießen sollen. Schönen Rolex rein. Perfektes Timing. Mit dir ist es jetzt aus. Ein Fallout 4 sind am schlimmsten. Und eigentlich auch in New Vegas. New Vegas sind sie auch brutalst. Wollen Sie mich verarschen? Stirb! Oh. Stirb! Stirb! Verdammt nochmal! Maschine. Ah ja. Dann nichts hier. Ich hoffe, da finde ich überhaupt irgendeine Vitrine war sie, glaube ich, oder ist sie? Bro. Zum Erkunden gibt es ja unglaublich viel, aber das Spiel leckt nur noch so hin und her. So viele Glitches, so viel stecken bleiben und so ein Dreck.
Coca-Cola. Ich glaube, es wird mich eine fette Ghoul-Runde um die Ecke erwarten. Jericho. Warum stehen wir hier rum? Mein Flammenwerfer. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Jericho, bring den Flammenwerfer. Ich werde sie so richtig schön fertig machen. Ich habe schon lange niemanden mehr umgebracht. Oh. Nein, nicht Jericho verbrennen. Wird interessant. Jericho rennt mit dich für die Schusspumpe. Verdammt, Jericho. Wirklich, wirklich, Bro. Oh. Ah, klar, mach. Oh. Gerade Menschenfleisch mitgenommen. Mist. Mist. Was für ein Timing. Ganz schlecht. Hopp, macht doch eine super Attacke. Doch nicht der richtige Ort für einen Flammenwerfer. Für einen Flammenwerfer, was habe ich sonst noch mit, dass ich verschwinden kann? Eris Siegesgewehr, nein, Vampirklinge. Ich habe noch ein chinesisches Offiziersschwert, also ja, das. Aufbrechen und Hundefleisch, das kann man essen, Menschenfleisch isst man nicht. Ich bin kein Kannibale. Verdammt, jetzt ist da wieder ein Sonnengeschützter. Stirb, verdammt nochmal! Ja, so viel Action. Ich brauche nur zwei Schläge. Das war Mist, aber. Natürlich ein Leuchtender. Oh boy. Eigentlich kommt mit der Granaten-Usage auch nicht so gut vor. Ja, und süchtig. Das nächste gehen wir zum Moira.
Er ist rundherum gelaufen. Ach Gott, Jericho. Ich glaube, das Rauchen brennt in die Gehirnzellen zu sehr raus. Oh Gott. Man kann sich immer weniger auf ihn verlassen. Ich kann mir nach einmal versuchen, den Ghoul zu holen. Jaron. Ja, wahrscheinlich passiert da auch nichts mehr. Okay. Da ist es ja. Lincolns Repetiergewehr. Und gleich noch was zum Lesen dazu. So, ja, ziemlich overpowered sein, die Waffe. Hm, 69. Nice. Nice. Ich weiß gar nicht, mit was ich die reparieren kann. Sind es auch Jagdgewehre? In dem Fall kann ich die andere Waffe ja gleich wegschmeißen. Mein Muni benutzt ja 44er Rounds. Gehen wir da rein. Zum Teufel. Was war das? Los, gehen wir weiter. Und wenn du das sagst. Probieren wir es. Ah ja, der andere Eingang. Ich kenne mich schon aus. I know where I am. I know it. Okay, yep. Wir haben alles, was wir brauchen. Das hat sogar einen besonderen Anstrich bekommen. Lincolns Repeater. Das einzige Legendäre kommt mir vor. Alle anderen Legendären schauen ziemlich gleich aus. Der letzte Zombie muss unterhalb sein. Ja. Fünfzehn Schuss. Das tut schon immer nachziehen. Und da habe ich ziemlich viel Muni für das Teil. Ach, mich schätzt nichts mehr suchen. Ja, okay. Schauen wir rein nach Hollywood City, Underworld. Underworld City. Ich traue mich wetten, dass ich hier nicht das Begleiter kriegen kann. Weil er einfach geglitscht ist, kann man nichts machen. Schaut das ziemlich eigen aus. Okay, ich bin nicht feindlich. Es ist lange her. Was war denn so los? Kann ich dir mal was verkaufen? Nein. Du. Wie war's denn so in Underworld, Glatthaut? Hm. Können Sie mich? Nein. Nein. Okay, Charon. Stell dich nicht an. Wie läuft's? Was gibt's Neues? Lassen Sie sich von dem Geruch nicht stören. Oh. Ja, ist abgeschlossen. Und ja, ich kann das ungeheure Interesse sehr wohl sehen. Ich will ihn ja umbringen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Leute mich da nicht mögen. Bringen wir ihn um.
entdecken wir eine Mine in San Po. Ich muss nur Jericho da raus befördern. Sonst streitet der ein und killt alle anderen Leute auch. Okay, Jericho. Ich muss kurz einen Attentat machen. Mach eine Raucherpause. Bevor ich nach Fort Konstantin aufbreche, wäre das schon klasse. Wenn ich ein bisschen Unterstützung habe. Und der und seine Shotgun sind ja ziemlich stark. Okay. Raus. Oh. Entfiese. In 24 Stunden haben sie es wieder vergessen. Vielleicht kann ich dann Charon mitnehmen. Oh. Da ist ja noch eine Leiche. Schaut euch die Zähne an. Okay. Los. Oh, und dann habe ich noch ein bisschen Zeit, bevor ich zu Moira gehe, kann ich noch draußen ein bisschen rumeiern. Mal die Bruce besuchen. Die stillernen Bruce Brothers. Okay, schauen wir mal, ob sie böse auf mich ist. Nein. Sehr schön. Ja. Ich glaube, in diesem Spiel und in Fallout New Vegas, wenn man 24 oder 48 Stunden schlaft, haben die dann alles schon vergessen. Dass man gefightet hat mit ihnen. Oh, ich komme hier gar nicht rein. Aber habe ich gar nicht gewusst. Was hatte ich hier drüben noch? U-Bahn-Stationen. Benutzen wir eine U-Bahn. Bin mir sicher, ich war dort schon einmal drinnen. Hier gibt's für Außenstehende nichts zu sehen. Warum du das sagst? Und dass die Red Kack ist, ja. Nicht interessant. Lieber eine U-Bahn-Station plündern. Dort drüben ist dann die Unabhängigkeitserklärung, die ich ignorieren werde. Glaube ich. Ist einfach, glaube ich, nicht so eine interessante Mission gewesen. Könnte mich falsch erinnern. Viel Action was. Aber Action ist überall. Moin. Hier war ein Raider drinnen. Solange die keinen Fatboy haben, Fatman, sind die keine Gefahr. Normalerweise. Und mal führen die U-Bahn-Stationen ja auch irgendwo hin, also mal schauen. Oh, falsche U-Bahn-Station, keine Raider. Schaut nach Ameisen aus. Oder mehrere Lurks. Oh. Oh je. Ich brauche nur zwei Schläge. Nein, nicht schießen da. Genau. Immer schön. Ich werde sie so richtig schön fertig machen. Anscheinend kann man hier schießen.
Danke, Frau. Ah, ich bin ja für den Zug auch. Ich muss sowieso zurück zum Meurer. Bist du ein Leuchtender? Ja. Schauen wir mal, ob das Linken ihn wegmacht. Sieht gut aus. Juicy. So juicy. You work your fingers. Good and bone. Oh my love. Ich brauche zwei Schläge. Stirb, 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 verdammt nochmal. Gleich gibt's Tote. Da rennt mir wieder vors Gesicht. Ich renn hier ein bisschen planlos drinnen herum. Man merkt es vielleicht. Schwer. Das schaut nach Party aus. Zur Hölle, ja. Auf was schießt du? Auf Jericho zu schlagen. Alles klar. Passt, passt. Wir haben viel zu wenig Haarklammern. Viel zu wenig. Platz. Wo die nicht so viel wert ist. Acht. So ein bisschen zu viel. Warte. Ach verdammt, im Kreis. Da gibt es doch sicher noch was Cooles drinnen. Den anderen Weg entlang. Diesen Weg entlang. Wollen Sie mich verarschen? Keine Haarklammern für mich. Was gibt's ja wieder an Leuchtenden? Hey, ich hab was gefunden. Ein. Relax. Ach, egal. War nichts. Wo ist der Typ hin? Hier ist er. Und hinter mir. Verdammt, ich liebe Gewalt. Oh! Hamstimpack. Da ist der Leuchtende. Ha! Schaut euch das an.
Ich habe gerade zwei Ladungen bekommen. Butter und Messer. Na, Gott sei Dank nehme ich das mit. Okay, was haben wir sonst noch zum Essen? Nichts. Sonst Steampacks reinwirken. Die Shotgun ist auch schon fast am Ende. Hier wieder zwei Wege, dann gehen wir wieder nach links. Hier war ich schon mal. Dann gehen wir nach rechts. Ist ja nicht so, als würde alles gleich ausschauen. Mal schauen, wo wir rauskommen. Hallo. Er hat mich nicht einmal getroffen. Befertig. Okay. Mal schauen. Blaser irgendwas. Ah, ist doch das Krankenhaus irgendwo, oder? Warum schaut das so aus, als hätte ich ja alles entdeckt schon? Nein. Ja. Was für eine Pyramide. Da haben wir some soups. Wo ist Harry's? Harry's. Okay, verdammt. Ich brauche was Besseres für diese Leute. Dann schaut Jericho noch ein. Oh, Auto explodiert. Das sage ich. Gut, guter Mann. Er ist ausgewichen. Ich muss mal überall statt Moni kaufen, bis auch schaut. Ah, Mist. Machen wir es gleich. Ich habe so viele Waffen mit. Oh, die Rüstung ist auch nicht mehr im besten Zustand. Aus dem Bannerkrückholer haue ich mir rein. Mist. Mist. Leben Granaten. Was für Granaten?
ob du willst. Überhaupt, wenn ich nicht treffe. Stimmt, hinter mir auch irgendein Supermontat. Oh, es sind noch mehrere gekommen. Okay, Drogen. Wo kommt denn die Armee auf einmal her? Gegen mein Boy Jericho. Gut, gut. Ich werde gerade wieder gefistet. Gehen wir zurück fisten. Fisto. Ach, der Schäfer. Warum ist der Typ noch nicht tot? Verdammt, tut das weh! Oh, okay. Das Gemetzel hier. Ich weiß gar nicht, was hier gibt, aber ich schau mal weiter. Ah ja. Viele Supermutanten gibt's hier. Chris, ja. Ja, was gibt's? Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Flammenwerfer nehmen wieder. Und dann Sturmgewehr. Und Raketenwerfer auf keinen Fall. Ah ja, sehr schön, perfekt für Granaten. Ich schätze, das Auto wird auch explodieren. Nicht runterfliegen, nur nicht runterfliegen. Ja, Auto explodiert. Ehre wird verkauft. Alles klar, Jericho. Viel Action. Viel Action. Ich hoffe, du findest einen Weg hinunter. Denn die Action ist noch nicht vorbei. Oh. Ich brauche nur
nur zwei Schläge. Ich tanze hier gerade nur rum für die. Okay. Mach das Bein weg. Und dann sein Kopf. Krass, was hier abgeht. Wer hat geschossen von euch beiden? Niemand. Einfach nur krass. Ich werde sie so richtig schön fertig machen. Ist das das Beste, was du drauf hast? Das ist was. Verdammt. Der wirft Granaten. Wirft er nicht mehr. Okay, wie schaut's bei Jericho aus? Centauri. Gut, gut, passt. Kopf. Oh, Harry ist gar nicht so schlecht. Ich werde dich so richtig schön fertig machen. Ah, hat mich getroffen. Nein, das war das Chat. Das Chat hat mich getroffen. Und wir bewegen uns schon wieder Richtung Stunde. Ist noch nicht Maris tot. Ich weiß nicht mal, wo ich dahin drücke überhaupt. Ah, Klammern. Ah, okay. Ja, bis zum falschen Revier Raider. Wenn es das Krankenhaus ist, kann ich auch später Rileys Ranger-Mission machen. Okay. Das ist eigentlich eine coole Mission mit ziemlich viel Action. Und genau das wollen wir, Jericho, right? Fette Action. Wollen Sie mich verarschen? Komm. Welche Waffe für das? Sie leiden an Nuka-Cola. Such. Nur ein Headshot rein. Er schlägt ein paar Räder. Mitgenommen. Oh,
Nur eine Metrostation. Das heißt, hier gibt es nur Querstraßen. Fahren wir aber schnell da. Okay. Mist. Okay, raus hier, raus hier. Gehen wir zum Moira zurück. Und dann entgiften. Ah. Genug nutzlos Leute gekillt. Das reicht, das reicht. Reparieren muss ich auch ziemlich viel. Die Tal- und Kampfrüstung ist schon fast am Ende. Ist klar, Jericho. Passt, passt. Und rein hier. Moira. Ist es Ihnen gelungen herauszufinden, wie es mit Rivet City angefangen hat? Aha. Herumfragen allein ist nicht genug, stimmt's? An gute Informationen kommt man doch immer nur durch harte Arbeit. Erzählen Sie mir alles über die Stadt. Haben Sie ein chemisches Mittel benutzt, um die Myrlocks zu vertreiben? Oder ein akustisches Gerät? Auf jeden Fall hat's gut funktioniert. Gewalt. Grips bringt reiche Früchte, wie? Apropos, hier, fürs nächste Mal, wenn Sie auf Draht sein müssen. Ach, und ich lasse die Kaufleute von Rivet City wissen, dass sie im Buch positiv erwähnt werden. Dafür lassen sie vielleicht einen Rabatt springen. Oh. Machen Sie nicht zu lange Pause. Je schneller das Buch fertig wird, desto mehr Menschen können wir damit retten. Oh. Sie haben Glück. Wir sind fertig. Trotz Ihrer Miesepeterei machen Ihre Sticheleien das Buch zu einer unterhaltsamen Lektüre. Das wird sicher helfen. Hier, eine Mini-Atombombe für die schwere Arbeit. Ich wollte damit eigentlich einen Brunnen anlegen. Aber ehrlich gesagt, macht sie mich nur nervös. Jetzt muss ich nur noch ein paar kleine Anpassungen vornehmen. Dann kann es gedruckt und ausgeliefert werden. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ah, das ist ein guter Scherz. Wie zynisch. Nein, das regle ich mit ein paar Händlern, die ich kenne. Wieso glauben Sie, dass ich etwas so Gefährliches von Ihnen verlangen würde? Nein, Sie müssen sich nur fein zurücklehnen und dafür, bei meinem Buch mitgeholfen zu haben, im Lob sonnen. Großartig. Mit den Informationen, die wir gesammelt haben, werden wir Hunderte von Leben retten können. Vielleicht sogar Tausende. Ich sage es den Händlern und schon bald werden alle das Ödland-Überlebenshandbuch kennen. Bitte sehr, das erste Exemplar unseres Buches gebührt natürlich Ihnen. Ohne Sie, meinen Ödland-Überlebensexperten, hätte ich es nie geschafft. Durch Ihre sorgfältige Nachforschung für das Ödland-Überlebenshandbuch haben Sie Ihre Überlebensfertigkeiten verbessert. Haben Sie Kronkorken für mich? Na ja, du kannst ein paar Sachen gleich reparieren. Das muss ich nochmal reparieren, dann ist schon ganz hin. Ah, ich gehe nochmal reparieren. Schau. 32er 10 Millimeter, Millimeter. Er ist Stutzen. Ah, weg damit. Ja, Flint ist auch nicht mehr im besten Zustand. So wie die Minigun, den wir mitgenommen haben.
Liter Minen. Der Rest muss anscheinend woanders oben liegen. Hopp. Altmetall, warum habe ich das mit? Das brauche ich auch nicht mehr eigentlich. Ah, das wäre fies. Na, dann hat sie. Nein, hat sie nicht. Die kann ich kaufen. Okay, zurück. Was habe ich sonst noch? Pfeile. Egal. Gute Jagd. Und ja. Okay. Die restlichen Verkaufereissachen mache ich offscreen. Schlafen und neue Mission auswählen. Peace out. Wir bringen das zu Ende, Jungs. Wir bringen das zu Ende. Außer es passiert, was ich schon als Befürchtung habe. Und das ist, dass der Liberty Prime fette Roboter mich tötet, indem alle Autos um mich herum sprengt. Das könnte passieren. Yo, peace out. Party people.